Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. So, jetzt geht's weiter mit meinem Badprojekt. Heute kommt das Thema Wandbearbeitung dran. Also zum einen die Wand schleifen, die Wand verspachteln und mal schauen, was wir in das Video alles noch reinpacken. Okay, bleibt einfach mal dran, jetzt geht's los mit dem, Teil 7 sind wir jetzt schon. So, jetzt komme ich zum Geschäft, da bin ich mal gespannt. Und zwar habe ich mir hier so eine Diamantscheibe gekauft für die Flex und mit der möchte ich jetzt einfach die Fliese anrauen. Ich habe es hier mal ganz leicht probiert, das funktioniert super. Vor allem möchte ich hier dieses Erhabene weg haben, weil das geht ja ein bisschen nach oben geht es. Ich werde wahrscheinlich nicht alles filmen, weil das wird mit Sicherheit eine riesen Sauerei. Und meine Kamera, die leidet eh schon, die tut mir eh schon leid, die ist total verstaubt. Deswegen, ich habe hier eine FFP2. Ich habe leider keine so eine Baumaske, muss ich mir mal tatsächlich eine zulegen. Aber muss halt dann auch mit dem gehen jetzt. Aber da brauchen wir auf jeden Fall was, weil das ist schon verrückt. So, Vollschutz, Hammer. Okay, jetzt habt ihr gesehen, was ich hier mache. Riesensauerei, hier staubt es wie blöd. Ich mache jetzt die Kamera raus und mache das. So, jetzt geht es weiter hier. Jetzt werde ich die Fliesen alle nochmal sauber fettfrei machen mit meinem Super Spiritus. Ich habe die vorher einmal nass rausgewischt, also abgewischt, dass der grobe Staub raus ist. Und jetzt machen wir das, wie gesagt, mit Spiritus nochmal. Und dann können wir schon die Grundierung drauf machen. Also ihr seht schon, einige Arbeitsgänge, bis man da mal vorankommt. So, jetzt habe ich die Oberfläche gereinigt, die ist jetzt staub- und fettfrei, so hoffe ich wenigstens. Und jetzt habe ich hier so einen ISO-Grund für nicht saugende Untergründe. Mit dem habe ich damals schon unten das WC gemacht und das Ding ist echt super gut. Das fülle ich mir jetzt hier rein. Und dann streichen wir mal oberhalb oder bis zur Bordüre streichen wir mal. Ich habe jetzt nur den oberen Bereich mal sauber gemacht, weil ich das jetzt einfach mal ausprobieren will, es ist eh schon spät. Und dann kann ich hier mal das checken. Und das habe ich jetzt gewartet, dass es runterfällt, aber haben wir noch hingekriegt. So, und das trägt man pur auf. Ich mache das mit einer Walze, das hat damals super gut geklappt. Genau. So, jetzt komme ich zum Endsport mit dem ganzen Grundieren. Jetzt muss ich die Seite hier noch sauber entfetten und dann kann ich anfangen mit dem Spachteln. Unglaublich. Da mache ich vielleicht noch eins. Wo ist mein Messer? Alles, was weg ist, ist weg.
jetzt geht's weiter. Das hier ist schon richtig fest, das habe ich ja gestern gestrichen. Jetzt fangen wir mal an, Flächenspachteln. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Am Anfang wird es wahrscheinlich ein bisschen komisch werden, aber ich hoffe, ich schaffe mich da wieder ein. Aber was ich jetzt mal kurz mache, ich mache noch einen Schwenk, dass ihr einfach mal seht, wie es gerade aussieht. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, dann schauen wir es uns mal an. Also überall habe ich jetzt mit der Grundierung gestrichen. Alles soweit zugeputzt. Mit der Badewanne habe ich das vorbereitet. Die könnte ich jetzt auch schon setzen. Hinten die Dusche ist soweit vorbereitet mit den Anschlüssen. Also auch da sind wir schon fast beim Fliesen. Hier ist dann die Wand, wo nachher der Waschtisch rankommt. Da wird es jetzt ein bisschen hell. Da ist auch schon soweit alles fertig. So, wenn man das jetzt anguckt, sieht man jetzt gar nicht, wie viel Arbeit da eigentlich schon drin gesteckt ist. So, ich habe mir zum ersten Mal so ein Spachtelmasse gekauft, aus dem Eimer raus. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob man die aufrühren muss. Muss ich jetzt noch mal kurz durchlesen, aber das kann man so aus dem Eimer raus verschaffen. Ich brauche es nicht extra anmachen und da bin ich jetzt mal gespannt. So, dann fangen wir uns einfach mal an. So, jetzt habe ich mir extra so eine große gekauft, mit der man die Flächen sauber hinkriegt. Das sieht schon mal sehr gut aus, würde ich sagen. So, ich habe mir jetzt überlegt, hier unten muss ich noch ein bisschen ausgleichen.
ich möchte da jetzt keinen Gips hin machen, so wie hier, sondern ich mache jetzt hier einfach Fliesenkleber. Damals, wo das Bad gefliest worden ist, hat man das auch so mit Fliesenkleber noch ein bisschen ausgeglichen, weil die Wände krumm waren. Und ja, ich denke mal, Fliesenkleber ist auch wegen Wasser besser. Und da jetzt extra noch was kaufen, mache ich nicht. Deswegen die guten Flex-Verlegemörtel nehme ich da dazu und mache das hier noch alles sauber. Und dann sind wir schon fast so weit, die Wanne zu setzen. So, ich mache jetzt zwischendrin noch eine Kleinigkeit fertig. Ich habe mir überlegt, bevor ich dann nachher alles einbaue, werde ich hier so eine kleine Wanne bilden, falls irgendwann doch mal der Abfluss undicht werden würde oder sowas, dass das Wasser nicht in den Estrich oder in den Beton bzw. reinläuft. Und ja, das kann man jetzt einfach nebenher geschwind machen. Ich habe hier so ein, wie nennt man das, eine Dichtschlemme. Und mit der versuche ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie sich das Material so verhält, aber mit der versuche ich jetzt, das auszugleiten. Und ja, dann hält sich die Flüssigkeit hier drin. Und dann werde ich noch ein Kabel da reinlegen, an den ich dann eventuell auch einen Wassermelder anschließen kann. Das heißt, ich erkenne dann durch die elektrische Leitfähigkeit vom Wasser, erkenne ich, dass dann hier eine Undichtigkeit ist. Ich meine, die Idee ist ja echt gut, was ich da mache, aber was mache ich dann danach? Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, ich müsste dann die ganze Duschwanne rausmachen und boah, das ist dann auch ein Scheiß. Aber ich mache es trotzdem jetzt einfach mal. So, jetzt schauen wir uns mal an, was ich gemacht habe. Also ich habe jetzt hier mit dieser Schlemme so quasi eine Wanne ausgebildet und das werde ich auch noch elektrisch abfragen. Und habe dann gleichzeitig mit dem Restmaterial die Kanten eine Hohlkehle gemacht zwischen dem Estrich und dem Beton, dass es da auch schon abdichtet. Also da muss es wirklich ganz schlimm kommen, dass da jetzt was undicht wird. So, ich habe mir noch ein bisschen was überlegt. Irgendwie elektrisch habe ich eigentlich gar nichts Neues gemacht, außer jetzt hier das Kabel.
Ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte doch eine Beleuchtung hier, eine LED-Beleuchtung reinmachen in diese Nische. Wahrscheinlich sogar eine unter den Schrank und eben diese Überwachung für diese Leckage unter dem Siphon, unter dem Ablauf. Und ja, es wäre halt geschickter, das vorher schon zu planen. Jetzt müssen wir da halt noch eine Kleinigkeit optimieren. Aber ich habe eine gute Idee gehabt, wie ich das hinkriege. Schauen wir mal. So, an der Stelle machen wir jetzt wieder einen Break. Ich denke, das Video ist schon wieder lang genug. Ihr seht, es sind so viele einzelne Gewerke und Dinge, die man machen muss. Das lückenlos zu dokumentieren, ist nicht ganz einfach. Aber es geht voran. Also ich bin jetzt am Aufbau. Das sieht auch wirklich jetzt alles schon gut aus. Auch das mit dem Elektrischen, da bin ich echt froh, dass mir das noch eingefallen ist und dass ich das jetzt noch so versuche zu realisieren. Ich denke, das wird eine richtig coole Sache. Gut, an der Stelle, wie gesagt, mal vorbei wieder das Ganze. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Schaut doch mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Viele Videos im Bereich Do-It-Yourself und auch noch eine ganze Zeit lang eben neue Videos über mein Projekt Bad. Ich denke, das dauert mindestens noch so knapp einen Monat, bis ich da soweit fertig bin. Okay, das war's für heute. Euer Rainer.